Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Staat plötzlich in sich zusammenbricht, wenn immer mehr Menschen merken, wir können da nicht mehr mitgehen und sich dem entziehen. Also Energie aus dem Alten rausziehen und mehr Energie da rein investieren in das, was eigentlich ihren Bedürfnissen entspricht. Liebe Freunde der deutschen Stimme, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu DSTV Unerhört, der ersten Folge einer Reihe von Sendungen eines neuen Formates, bei dem wir verschiedene politische Standpunkte zusammenbringen wollen und ins Gespräch miteinander kommen wollen. Ganz neu ist die heutige Gesprächssituation nicht. Wir hatten hier in unserem neuen Studio in Riesa schon einmal eine Gesprächsrunde mit den Freien Sachsen. Zwei Vertreter dieser Gruppierung sind heute auch wieder an dieser Diskussion heute beteiligt. Das ist zum einen Martin Kohlmann, der Vorsitzende der Freien Sachsen, und zum anderen Stefan Hartung, einer seiner Stellvertreter und NPD-Kreis- und Stadtrat aus dem Erzgebirge. Neu in der Runde aber heute Pia Wagner-Grafe, Mutter von vier Kindern, Hausfrau, geboren 1979 in Sachsen, umgesiedelt 1984 in die BRD und nach Sachsen wieder zurückgekehrt. Sie lebt seit 2005 in Riesa und betrieb hier 7 Jahre lang einen Bioladen. An der Runde merken Sie schon, dass hier verschiedene Biografien zusammenkommen und auch verschiedene Standpunkte zusammenkommen. Unser Thema heute lautet Vaterstaat oder kaltes Ungeheuer. Heute wird es uns darum gehen, welche Rolle soll der Staat, muss der Staat oder darf der Staat in der heutigen Zeit noch spielen? Wo sollten seine Grenzen liegen und wo muss ihm Einhalt geboten werden? Ja, dann würde ich direkt in die Diskussion hineingehen. Vielleicht möchte jeder erst einmal eine kurze Stellungnahme abgeben oder kurz formulieren, wie sein Staatsverständnis oder sein Staatsideal ist und wie er zu diesem Thema steht. Wollen wir vielleicht mit Pia anfangen? Ich stelle mir das so vor, dass diese Bundes-BRD aufgelöst wird und nur noch ein Zentralrechner gibt, wo Informationen eingespeist werden und die Regierung wird auf die Regionen verteilt. Das heißt, die Länder, die es jetzt gibt, Sachsen oder auch auf Landkreise oder auch große Städte, die dann sagen, wir regieren. Das gibt wieder Nähe zum Bürger und dieses ganze Bürokratische, was unheimlich viel Geld frisst, Beamten, dieses Parlament aufzulösen, was nachweislich nur noch korrupt ist. Wenn man zum Beispiel, ich habe über Willemsen mal reingeschaut, der das über ein Jahr begleitet hat, ein Jahr im Parlament, wie zynisch unsere Parlamentarier über das Volk und reden und die Bedürfnisse des Volkes nicht vertreten sind. Ja, also regionale Regierung, auch regionale Schulen, also wo ich denke, Schule darf nicht mehr staatlich in staatlicher Hand liegen, sondern individuelle Konzepte. Land, also von Region zu Region, dass Schule auch privat finanziert wird. Das heißt, wenn der Bürger Interesse hat, also seine Schule finanzieren muss, dann hat er auch Interesse, wieder arbeiten zu gehen, um diese Bildung zu finanzieren. Ja, Wertschätzung. Also ein Hartz-IV-Empfänger wird es wahrscheinlich gar nicht mehr wertschätzen, dass er überhaupt Zugang zu Bildung hat, wenn er das nicht finanzieren muss und auch keinen Anreiz haben zu arbeiten. Dass aber diese Grundlage, diese finanzielle auch geschaffen ist, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich regionale Wirtschaft auch wieder zu stärken, dass man runterkommt von diesem Zentralen auch, was im Grunde diese ganzen, wir produzieren billig in Europa oder sogar China oder exportieren billige chinesische Ware, die unsere regionalen Märkte kaputt macht. Also wieder regionale Produkte herstellen, die über regionale Währung laufen, dass wir wieder Arbeitsplätze schaffen und damit eben auch dann uns diese Bildung dadurch finanzieren. Ja.
Das ist im Grunde so, das, so meine Utopie. Ne? Das ist ja ein Ideal. Ja, du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele Aspekte eigentlich angesprochen, wo man wahrscheinlich aus jedem einzelnen Regionalwirtschaft, Frage Zentralstaat oder halt stärker regional organisiert, könnte man aus jedem Einzelnen quasi eine Sendung machen. Machen wir das. Ja, dann machen wir das halt einfach so, genau. Martin, dir wird das ja wahrscheinlich zum großen Teil aus dem Herzen sprechen. Ja, ja, da hat mir schon sehr vieles sehr gut gefallen. Deswegen muss ich es gar nicht wiederholen. Ich will es vielleicht mal noch ein bisschen theoretischer fassen. Ich sehe das Ganze aus einem christlichen Hintergrund. Und in der Bibel gibt es genau eine Aufgabe, die dem Staat zugeordnet ist. Und das ist, die Bösen zu bestrafen. Also sprich, eine Strafrechtspflege zu betreiben und dafür zu sorgen, dass es gerecht zugeht, so einigermaßen. Also Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist eigentlich die einzige legitime Aufgabe des Staates. Da steht nichts davon. Der muss die Leute ausbilden, der muss vorschreiben, wer mit was handeln und was herstellen darf und was nicht. Und so. Das ist alles Käse. Der einzige legitime Zweck des Staates ist, Sicherheit zu schaffen. Also sprich Strafrecht, Pflege und auch Sicherheit nach außen natürlich, also eine gemeinsame Verteidigung. Das ist eigentlich alles, was ein Staat machen muss und wozu ein Staat da sein sollte. Und alles andere, ja, können die Leute selber besser. Also als alter Etatist würde ich widersprechen, wenn ich jetzt Teil der Diskussionsrunde wäre, aber heute bin ich nur Moderator, deshalb mache ich das nicht, halte mich bewusst zurück. Bevor ich jetzt Stefan zu Wort kommen lassen möchte, möchte ich einfach mal eine Definition oder eine Aussage von Friedrich dem Großen in den Raum werfen. Vielleicht nochmal so als kleine Anregung. Was ist die Rolle des Staates? Friedrich der Große sagt, jeder Staat, in dem die Tugend überwiegt, ist den anderen auf Dauer überlegen. Also sprich, die Tugend soll das sein, was im Wesentlichen die Staatsbürger anleitet. Und vielleicht auch nochmal eine Staatsdefinition von Cicero, 54 vor Christus, in seinem Werk De Republica. Es ist also das Gemeinwesen die Sache des Volkes, ein Volk aber nicht jede irgendwie zusammengescharte Ansammlung von Menschen, sondern die Ansammlung einer Menge, die in der Anerkennung des Rechtes und der Gemeinsamkeit des Nutzens vereinigt ist. Das vielleicht nur noch mal so ein bisschen als Hintergrund für die Frage, welche Aufgabe, welche Rolle sollte der Staat haben? Stefan, wo ordnest du dich jetzt hier ein? Du bist immerhin auch Nationaldemokrat, du bist bei den Freien Sachsen, aber du bist auch Nationaldemokrat und da sind ja schon relativ starke ordnungspolitische Vorstellungen auch mit dabei in der Programmatik. Also ich sage da auch ganz selbstkritisch, dass ich da auch meine eigenen Standpunkte in den letzten Jahren sukzessive auch ein bisschen auf den Prüfstand gestellt habe und da auch ein paar Ansichten mittlerweile anders sehe, wie ich das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren getan habe. Gerade das Thema Dezentralisierung, was ja die Pia schon angesprochen hat, das ist eigentlich für mich was ganz Zentrales. Nicht nur erst die Corona-Geschichte, sondern auch viele andere Dinge, die wir vorher schon erlebt haben im politischen Geschehen, haben uns ja gerade als Sachsen immer wieder vor Augen geführt, dass es in Deutschland regional ganz unterschiedliche Einstellungen gibt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt irgendwie feindlich gesonnen sind mit anderen Deutschen, sondern es gibt nun mal kulturelle Eigenheiten oder Eigenarten. Und ich denke, dass sich das auch in der Struktur des Staates, in der Organisationsform irgendwo niederschlagen sollte. Und der Drang, dass immer alles zentraler wird, Richtung Brüssel und Berlin maßgeblich, das ist meiner Auffassung nach eine völlig falsche Entwicklung, sondern ich denke, zum einen sollte sich Staat allgemein auf seine Kernaufgaben konzentrieren, wie das Martin schon gesagt hat. Was für mich noch wichtig ist, noch mit zu ergänzen, ist das Thema Verwaltung. Denn ich sage mal, so ein Gemeinwesen, wir brauchen ja schon irgendwo eine gewisse Verwaltung in Mindestmaß. Und eben das Thema Infrastruktur, das ist für mich persönlich auch ein Thema, was man nicht privatisieren kann. Ob das jetzt Straßenbau ist oder
Breitbandausbau, was jetzt aus meiner beruflichen Perspektive ein Thema ist, wo ich sage, das funktioniert einfach nicht, das rein privatwirtschaftlich zu organisieren, sondern da braucht man schon einen gewissen staatlichen Eingriff, kann man es nennen, oder halt eine gewisse staatliche Planung. Allerdings dann privatwirtschaftliche Betreiber des Ganzen. Ja, man kann das diskutieren, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist so meine Auffassung des Ganzen. Aber alles, was dann ausufert, gerade dieser ganze Beamtenapparat und diese ganzen Förderprogramme, gerade auch aus kommunalpolitischer Erfahrung muss man das ja sagen, wenn man als Stadt irgendwo mal eine Straße bauen will, dann hast du ja mehr mit Fördermittelanträgen und so weiter zu tun, als mit dem eigentlichen Bau der Straße. So, und wenn man das Ganze entschlackt, dass man wirklich den Staat entkernt, nur noch auf die wesentlichsten Aufgaben konzentriert und dann die viel weniger nötigen Steuereinnahmen, weil man einfach nicht den ganzen Beamtenapparat nicht bezahlen muss, wenn man die dann vor Ort generiert und auch wieder einsetzt, dann kann das auch alles viel effizienter funktionieren. Und das ist so meine grobe Richtschnur. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, wir brauchen gar keinen Staat mehr. Sondern ich sage, wir brauchen im Prinzip in Deutschland eine Föderalismusreform, aber eine, die Macht wieder nach unten gibt und quasi dann nur noch den Bund in seiner eigentlichen Aufgabe zum Schluss übrig lässt, nämlich eben die Landesverteidigung und eben die internationale Vertretung nach außen zu gewährleisten. Aber ansonsten alles, was, ich sage jetzt mal, Innenpolitik wie Polizei, Sicherheit, Infrastruktur und so weiter, dass das alles wirklich auf Länder- und auf kommunaler Ebene entschieden wird. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. So wie das im Prinzip bis 1918 gewesen ist. Genau. Aber ist das nicht, war das so, ja? Aber ist das nicht, im Wesentlichen so, ja. Aber ich unterhalte mich jetzt zum Beispiel auch mit Polizisten und die beklagen sich beispielsweise gerade über einen ausufernden Föderalismus in dem Sinne, dass sie sagen, meinetwegen, dass das ich... Ihr Digitalfunksystem funktioniert ja nur in Sachsen und mit den Kollegen ein paar Kilometer weiter in Brandenburg können sie gar nicht kommunizieren, weil es halt dann unterschiedliche Systeme sind oder die noch nicht so weit sind oder so, genau weiß ich nicht mehr, aber so praktische Probleme oder man denke an die unterschiedlichen, ja nicht Schulsysteme, aber das unterschiedliche Niveau, ne? Darüber hatten wir das letzte Mal auch schon mal diskutiert. Mag ja sein, dass man jetzt in der Phase, in der wir uns befinden, Sorge hat als Sachse davor, dass bei einer Vereinheitlichung und bei einem Zentralabitur beispielsweise dann das alles auf Bremer Niveau runter reguliert wird. Aber wir sprechen ja auch über Idealvorstellungen. Also es wäre ja auch umgekehrt denkbar. Es wäre ja auch denkbar, das Ganze auf einem hohen Niveau zu vereinheitlichen. Ja, aber warum? Wenn die Bremer dann nicht mehr mitkommen, wem ist dann geholfen? Kann doch jede Ecke für sich machen. Das sollt ihr ja untereinander diskutieren. Ich stelle nur die Frage. Warum überhaupt ein staatliches Schulniveau? Genau. In Amerika machst du bei jeder Uni einen Aufnahmetest und da merken die, ob du lesen und schreiben und rechnen kannst. Und wenn das klappt, dann kannst du da studieren, egal was du da für ein Zertifikat von welcher Schule mitbringst. Und warum brauchen wir da so ein immer ungerechtes Gleichheitsniveau? Weil es ist auch so, von Schule zu Schule anders. Der eine hat einen strengen Prüfer in der mündlichen Matheprüfung und kriegt da weniger Punkte. Und wenn er an der anderen Schule gewesen wäre, hätte er vielleicht in der gleichen Matheprüfung 3 Punkte mehr gekriegt. Und die entscheiden dann, ob er Medizin studieren darf oder nicht. Also das genau. Ist doch von Grund auf unfair. Weil du kannst es nicht. Du kannst es nicht einheitlich. Du kannst es nie vereinheitlichen. Standards machen. Ja. Und dann lass doch Bildung Privatsache sein. Da bin ich ganz bei dir. Und dann ja, können die Eltern entscheiden, machen wir da eine Schule oder schicken wir den dahin, kostet so und so viel Geld, probieren wir es zu Hause, tun wir uns mit 3,5 Eltern zusammen und wir unterrichten unsere Kinder gemeinsam, ist doch alles denkbar. Hauptsache, die können dann was und wenn sie nichts können, ist es der größte Schaden der eigenen Eltern. Also die müssen dafür sorgen, dass sie was können. Das ist jetzt nicht so sehr eine Aufgabe, die zentralisiert gehört. Vor allen Dingen auch die Frage, wohin soll das mit der Bildung führen? Brauchen wir eine Einheit, also dass jeder gleich im Abi so steht? Oder geht es um Kompetenzen, also Kompetenz zu entwickeln? Und da
müsste man die Schule ja auch reformieren, dass man sagt, wir müssen gucken, was brauchen denn die Kinder in unserer heutigen Zeit? Also was setzen wir denn eigentlich für Standards? Ja? Und das kann man nicht staatlich machen, sondern ich denke, das kann man wirklich, muss man regional machen und das muss auf die regionale Wirtschaft, auf die Bedingungen abgestimmt werden, auf die Möglichkeiten. Und das dass dort auch da demokratisch entschieden wird, ja, also dass man Demokratie eigentlich, wir müssen das erst lernen als Deutsche. Ich weiß gar nicht, ob man dazu Demokratie braucht. Das ist doch was, was man selber entscheidet. Einbringen. Ich denke, man bringt sich eine Eigeninitiative. Dass man von der Staat, der stellt einem das zur Verfügung, diese Infrastruktur. Es ist auch sehr bequem, diese soziale Hängematte. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Ja, so. Und dass es einfach wieder wichtig wird. Ne? Was lernt mein Kind? Welche Kompetenzen hat es, um im Leben wieder seinen Platz zu finden? Dass es auch glücklich ist, ja? Dieses Ganze, was wir jetzt machen, diese Vereinheitlichung ist ja im Grunde, dieses Konformitätsprinzip ist Selbstentfremdung. Wir werden in Strukturen gesteckt und wir sind nicht glücklich mit dem, wie das jetzt gerade läuft. Das kriegt man ja überall mit. In jeder Nische unserer Gesellschaft merkt man ja, dass die Menschen einfach so eine Grundunzufriedenheit haben. Mhm. So, was mich immer ärgert, ist, dass die Leute dann nicht die Frage stellen, warum bin ich unzufrieden, was ist das Problem? Oder wie Martin immer sagt, das Problem hinter dem Problem. Ja, es ist einfach diese Enge der Gesellschaft in jeder Hinsicht, ob das Meinungsfreiheit ist oder eben das Bildungssystem oder als Teilhabe am Wirtschaftsprozess, als Unternehmer, Handwerker etc. Man ist ja immer in irgendwelchen Zwängen verhaftet. Und ich denke, wir brauchen halt als Gesellschaft grundsätzlich einen Schub in Richtung Freiheit, dass die Menschen einfach auch mehr Eigenverantwortung übernehmen und dass wir wegkommen von dieser fürchterlichen Mentalität, dass wir so einer Vollkasko-Gesellschaft leben, wo die Leute sich von früh bis Abend auf Vater Staat verlassen, wo, ich sage mal, wenn man keine Lust zum Arbeiten hat, dann eben der Gang zum Arbeitsamt steht und man dann das Geld überwiesen bekommt. Das ist einfach auch nicht unserer Natur entsprechend, denn die Natur, die verschenkt nichts. Die Natur will immer eine Gegenleistung sehen. Ja. So, und da denke ich, dass wir, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig ist, aber dass die Menschen insgesamt in einer Gesellschaft, die mehr auf Freiheit aufbaut und weniger auf diesen Zwängen, in denen wir leben, dass die unterm Strich glücklicher sind. Ich denke da zum Beispiel an viele Leute, die mir aus der Wendezeit erzählen, dass sie sagen, diese paar Jahre während und nach der Wende, das waren die schönsten Jahre ihres Lebens gewesen. Also jetzt zumindest aus sächsischer Perspektive, im Westen wird das wahrscheinlich anders empfunden worden sein, aber es gab ja eine gewisse Anarchie. Ja. Ne? Man konnte vieles machen. Ich meine, es sind auch viele Leute, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse geflogen, ne? mit Firmen und so weiter. Aber sind auch wieder aufgestanden. Genau, aber dieses Freiheitsgefühl in der Bevölkerung, das höre ich unisono von allen Leuten, mit denen ich mich da über die Wendezeit unterhalte. Und von daher denke ich auch, dass auch wenn das natürlich viele Unsicherheiten birgt für die Menschen, dass das trotzdem eigentlich dem menschlichen Ideal entspricht, dass die Menschen einfach machen und nicht so in diesen Zwängen leben müssen. Da liegt aber unsere Krise begründet. Die Menschen sind unsicher, weil sie selbst entfremdet sind, weil sie schon von dem System geprägt worden sind. Und je länger sie durch diese Strukturen gegangen sind, also gerade Intellektuelle, merke ich jetzt gerade, die sind sich besonders selbst entfremdet. Also gerade die können gar nicht mehr gut mitentscheiden. Und diese, jetzt habe ich aber, ich komme nicht weiter. Ich verliere sofort den Faden. Das stimmt aber, dass man gar nicht mehr, die Leute haben gar nicht mehr selber gelernt, was selber in die Wege oder für sich selber zu sorgen auch, weil sie so gewohnt sind. Gibt da den schönen Otto-Film, ich glaube, das war der erste, wo der da als schon großer Kerl noch am Kinderstühlchen gefesselt war und Mami hat ihn gefüttert. Ja. Und dann ist er abgehauen und konnte draußen erstmal nichts, weil er überhaupt kein Leben kennengelernt hat. Und so ein bisschen geht es dem durchschnittlichen BRD-Bürger in sehr vielen Bereichen auch so, weil er einfach gewohnt ist, dass er gefesselt ist und gefüttert wird und sich nicht selber kümmern muss. Ja. Und das muss man natürlich erstmal wieder lernen. Und dafür haben ganz viele Menschen Angst. Die haben Angst davor. Aber wie kriegen wir den Übergang hin? Weil das ist immer so meine Sorge. Es werden ganz viele auf der Strecke bleiben, natürlich. Es war ja auch irgendwann mal so, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir führen die allgemeine Schulpflicht ein. Das sehe ich jetzt mittlerweile aus der heutigen Perspektive auch kritisch.
weil ich ja sehe, wie unsere Kinder indoktriniert werden und was ihnen letztlich beigebracht wird und so weiter und auch schon die angesprochenen Zwänge. Aber irgendwann ist es ja mal gemacht worden, weil man gesagt hat, es gibt Kinder aus ärmeren Schichten, die dadurch eine Chance bekommen, Bildung zu erfahren. Und wie würde man das denn in einem neuen Staatswesen hinbekommen, beziehungsweise wie gestaltet man den Übergang letztlich? Also dass auch Ärmere mit Bildung abbekommen oder irgendwas, was auch immer abbekommen, das sehe ich gar nicht als das Problem an. Ja. Denn wenn man gute Leute braucht, dann sucht man die sich, egal wo die herkommen. Und auch in Amerika hast du das, da hast du ja wesentlich mehr Bildungsfreiheit, gerade um bei dem Beispiel zu bleiben. Und dann nimmt eben trotzdem jede Uni auch einen gewissen Anteil von Leuten, die nichts bezahlen können, aber die begabt sind. Also das ist nicht so, dass dann die Leute geizig sind und sagen, ja, das ist aber darf auch jetzt nur für mein Kind sein. Genau, also wenn ich mir die Mühe mache, Unterricht für meine Kinder zu organisieren, dann können doch die Nachbarn auch noch mit drin sitzen. Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Wer ein bisschen mehr verdient, dass man so, also oder prozentual am Einkommen, dass man sagt, Schulgeld eben prozentual erheben, dass der wenig hat, gibt seine 5% oder was auch immer. Genau. Und das kann ja von regional zu regional unterschiedlich sein. Und dass Bildung trotzdem auch etwas wird, was die Gemeinheit finanziert, also Universitäten, sowas, das finde ich schon auch wichtig. Dass das nicht Wobei, das bleibt, ist immer so ein bisschen gefährlich, die Allgemeinheit. Also warum soll der früh um 6 Uhr auf der Baustelle steht und eine Schaufel in der Hand nehmen, warum soll der das 12. Semester Genderwissenschaften mit seiner Steuer bezahlen? Also da ist mir das neuseeländische Modell zum Beispiel sympathischer. Da zahlst du, wenn du mit deinem Studium fertig bist, fängst du an deine Uni Beiträge zu bezahlen. Mhm. Und quasi zurückzubezahlen, was die Uni dir gelernt hat, womit du Geld verdienen kannst. Dann würden natürlich viele Studiengänge wegfallen, die null praktische Relevanz haben. Denn so ein Genderwissenschaftler wird im Zweifel, na gut, jetzt wahrscheinlich bei der Taz unterkommen und dort auch Geld verdienen, aber im Zweifel nicht ganz so eine gute Berufsperspektive haben wie der Diplom-Ingenieur. Und das würde auch wieder dazu führen, dass man vielleicht deinen Studiengang ein bisschen mehr nach der praktischen Perspektive auch wieder auswählen. Dann, weil du fragtest, wie können wir den Übergang gestalten? Ich glaube, wir können gar nicht gestalten in dem Sinne, politisch, weil wir können bloß Ideen in die Welt setzen und diskutieren. Mhm. Weil ich denke, die Menschen, Ideen sind immer das, was die Welt verändert hat. Also nicht irgendwelche sinnlose Aktivismus oder steht der Tropfen hüllt den Stein, das Bewusstsein muss wachsen. Das heißt, die Menschen müssen selber reflektieren, aha, wir sind in einer Krise. Diese Regierung bietet uns diese Lösung nicht mehr. Wir sind gesellschaftlich gescheitert. Und das, was da passiert, wir werden hier manipuliert in eine Ohnmacht hin, von wegen es gibt keine Alternative für Deutschland. Ja, also es ist schwierig, diesen Begriff zu benutzen. Dass die Menschen sich innerlich schon vorbereiten, also sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Staat plötzlich in sich zusammenbricht, wenn immer mehr Menschen merken, wir können da nicht mehr mitgehen und sich dem entziehen. Also Energie aus dem Alten rausziehen und mehr Energie da rein investieren in das, was eigentlich ihren Bedürfnissen entspricht. Ja, dass man sich mit Menschen zusammentut, wie wir hier im Gespräch. Also ich bin ja hier auf Peter zugegangen, weil mich das umtreibt, wo ich denke, ich möchte mich in diesen gesellschaftlichen Prozess einbringen, weil ich denke, es braucht Veränderungen und es gibt so viele tolle Ideen, die man umsetzen kann und man darf nicht daran scheitern, an dieser Ohnmacht, die der Staat jetzt uns suggeriert, wir hätten keine Wahl. Wir haben sehr wohl eine Wahl, nämlich diese moralische Wahl auch, wie du sagst, als Christ, wenn wir uns an diese inneren Werte, was ist gut, halten, dann kann man ganz viel, hat man schon eine Richtlinie. Und wie gesagt, das Alte könnte sogar sein, weil es einfach so sinnlos ist, weil es ist einfach nicht mehr gut, dass es zusammenstürzt. Und dann zieht das Neue, ja? Und im Moment erscheint mir das alles aber ziemlich stabil zu sein. Ja, das ist täuscht immer. Guck, wer hätte 88 gedacht, dass es 2 Jahre später keine DDR mehr gibt? Niemand von uns.
Und diese Prozesse brauchen Zeit. Also das wird nicht morgen sein und übermorgen, aber es kommt immer, wie gesagt, braucht Zeit. Also ideal wäre natürlich, so einen Staat langsam runterzufahren, dass die Leute sich langsam dran gewöhnen. Aber Staat und besonders Demokratie hat immer den Drang, sich im Gegenteil immer mehr Lebensbereiche anzueignen und sich nicht freiwillig zurückzuziehen und sagen, okay, Bildung haben wir jetzt lange genug gemacht, jetzt fangt doch mal lieber an, das wieder selber zu organisieren. Im Gegenteil, er will den Leuten noch vorschreiben, wie sie für ihre Rente und für ihre Gesundheit und für ihre Bildung. Und da hat sich ein Thema nach dem anderen, hat sich der Staat angeeignet, was ihm überhaupt nicht gehört. Und das gibt er freiwillig nicht wieder her. Und das ist das Ärgerliche. Schön wäre es, man könnte den langsam schrumpfen. Aber die Erfahrung zeigt, dass sowas eher meist schockartig passiert. Ja. Und vielleicht, wenn jetzt die zwei Drittel Geimpften in den nächsten zwei, drei Jahren sterben, dann geht es gar nicht so weiter. Ne? Dann müssen wir irgendwas anderes machen, ganz schlagartig. Ja, also wir wissen nicht, was passiert. Wir können jetzt einfach bloß abwarten und eben vorbereiten. Aber gibt es nicht auch andere Bereiche, wo der Staat sich zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, wir wollen hier Kosten sparen, wir wollen das auf den Bürger umlegen oder wir wollen es privatisieren. Also ich denke beispielsweise mal eben ans Gesundheitswesen, wo man im Gegenteil sagen müsste, das ist dann wiederum ein Bereich, während sich der Staat in allen möglichen anderen Bereichen zurückziehen kann, ist das ein Bereich, wo es öffentlich organisiert und finanziert sein muss. Was denn? Welcher Bereich? Ja, die Kliniken zum Beispiel. Ne? Die Ja gut, ich sag mal, gerade die Krankenhäuser, Kliniken waren ja in der Vergangenheit in der Regel kommunal organisiert gewesen. Also es waren ja Einrichtungen dann von den Städten und Landkreisen, nicht direkt das vom Staat. Ich meine, da muss man auch ein bisschen differenzieren, ob jetzt eine Kommune etwas für ihre Bürger an Infrastruktur schafft oder ob das halt jetzt irgendein Staat oder Konzern macht, was ja im Prinzip unterm Strich dann so das Gleiche hinausläuft. Also dass es immer bürgerfremder wird. Und Also dieses Wirken von Konzernen würdest du in dem Fall fast schon gleichsetzen mit dem Wirken des Staates? Weil alles, was groß und zentral wird, neigt ja tendenziell dazu, den Kontakt eben zur Basis zu verlieren, wenn man das jetzt mal so formulieren will. So, also ich bin schon dafür, dass man so ein Mindestmaß an Gesundheitsversorgung auf kommunaler Ebene regelt. Aber ich sag mal, man sollte dann auch schon doch den Bürgern eine gewisse Wahlfreiheit lassen, wie, ob, was sie sich selber versichern wollen, gerade im gesundheitlichen Bereich. Ne? Ich meine, man wird sicherlich immer einen gewissen Stamm an Leuten haben, die damit überfordert sind. Und für die muss auch ein Staat in irgendeiner Form oder beziehungsweise eine Kommune in irgendeiner Form da sein und sich um die kümmern. Also ich will ja nicht, dass jemand, weil er jetzt beruflich, familiär, wie auch immer, nicht in der Lage ist, sich ordentlich Kranken zu versichern, dass der dann eben vor der Tür abgewiesen wird und seine Behandlung nicht bekommt. Ne? Also so, das wäre für mich ein asoziales Staatswesen, da will ich auch nicht drin leben. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass man 200 Krankenkassen durchfüttern muss. Und Strukturen künstlich am Leben erhalten muss, nur dass da Leute bezahlt werden monatlich, ohne dass da irgendwie ein produktiver Nutzen im Sinne der Volksgesundheit bei rumkommt. Also das muss schon irgendwie alles einen gewissen Sinn haben. Und es ist ja allgemein in dieser Gesellschaft so, dass viele Leute im Prinzip ja nur noch auf Arbeit gehen, weil sie dafür Geld bekommen. Und dass eben auch vom Staat da Stellen geschaffen werden, die mit Steuergeld geschaffen werden, um eben Leute in Lohn und Brot zu halten. Mhm. Na, also Genderwissenschaften ist ein Beispiel, oder diese ganzen Anti-Rechts-Projekte könnte man da anführen, ne, wo Leute fürs Nichtstun auf unsere Kosten durchfinanziert werden. Mhm. Und ich glaube, das würde in jedem freiheitlichen Staat würde solche Stellen nicht geben. Sei denn, jemand kann Sponsoren dafür begeistern, ihn dafür zu bezahlen, dass er so eine Arbeit macht, dann soll er das tun. Ne? Also wenn jetzt einer Genderwissenschaft studiert hat und sagt, ich will mich jetzt hier im Dorf oder in der Stadt ganz massiv um Gleichberechtigung stark oder kümmern und mich dafür stark machen, und er findet dafür Leute, die sagen, ach, das ist klasse, ich gebe dir 100 im Monat, und er findet 30 Mann davon, dann hat er 3.000 im Monat und kann er leben davon. Es gibt ja sowas, dass Leute sagen, ich kenne das
familiären Umfeld. Das werde ich sagen, so, wir gehen als Missionare sonst wohin und da finden sich 30, 40 Mann, die geben denen jeden Monat 50 bis 100 Euro und dann machen die das. Ist doch klar, warum sollte es ein Genderwissenschaftler nicht auch so machen? Ne? Der kann dann, sagt dann, ich analysiere hier die Genderprobleme, wenn dir das gefällt, gib mir im Monat was dafür. Ist doch klasse, also dann soll er das, ne? dann wollen das Leute und vielleicht interessiert es ja dann jemanden. Aber es ist ja meistens eben so, dass das niemand braucht und die Leute, die niemand braucht, die brauchen den Staat, der sie auf Kosten anderer versorgt. Und nehmen wir mal an, wir specken das Sozialsystem ab, ja? Hm. Dann sind wir mehr darauf angewiesen, uns also eine sinnvolle Arbeit zu finden, die uns finanziert. Außerdem stärkt das die Familienstrukturen wieder, weil man ist mehr auf Rückhalt in der Familie angewiesen. Und damit haben wir auch dieses Migrationsthema, dass hier nicht Fremde reinkommen können und einfach das genießen, das, was andere aufgebaut haben, sondern es ist dann klar, sie müssen Arbeit haben. Und entweder können sie sich finanzieren oder nicht, oder sie werden weiterziehen. Man muss sie gar nicht vertreiben, man muss gar nichts Gewaltsames machen, ganz genau, sondern einfach zu sagen, wer... Ich dachte eigentlich, es wird ein bisschen kontrovers zwischen euch, aber es ist mir hier viel zu harmonisch. Du bist ja der einzige Kontrapunkt. Ja, das muss ich ja dann. Was soll ich denn machen? Ich kenne einige Ausländer, die Dönerbuden haben, die hier sehr sich ihr Geld wirklich... sauer erarbeiten und die wählen rechts, weil sie sagen, warum sollen wir denn hier Menschen reinkommen lassen? Die bringen ihre Unkultur auch mit, weniger Arbeitsbereitschaft und lachen dann dem Deutschen noch ins Gesicht und sagen, was willst du eigentlich? Weil wir nicht mehr Herr im eigenen Haus sind, weil wir, wie gesagt, auf unsere Vergangenheit immer festgenagelt werden. Das ist ja auch immer so ein Argument, was man dann von linker Seite hört, dass Deutschland ja schon immer ein Zuwanderungsland war in der Vergangenheit. Ich meine, das stimmt in Teilen ja schon, aber wenn man sich die Zuwanderung aus den Jahrzehnten vor der Wirtschafts- oder vor der Sozial- oder vor der Zuwanderung ins Sozialsystem mal anschaut, da war das ja immer eine Zuwanderung gewesen, die durch Produktivität, in durch die Arbeit, genau, in die Arbeit, ne? Ob das Bergleute waren, die ins Erzgebirge gekommen sind, ne? Oder halt die Fließbandarbeiter, die sofort nach Köln gekommen sind, das waren ja alles Leute, die wegen der Arbeit hergekommen sind. Ja, und das ist ja alles auf den Kopf gestellt. Also wegen Arbeit kommt ja kaum noch jemand aus dem Ausland nach Deutschland, sondern es geht ja nur noch darum, vom Sozialsystem zu partizipieren. Und das kann nicht auf Dauer gut gehen. Deswegen denke ich auch, dass da ein gewisser gesellschaftlicher Wandel irgendwann an irgendeinem Punkt von allein mal kommen wird. Ich meine, wir müssen natürlich unseren Beitrag leisten im Sinne von politischer Arbeit, von Aufklärung und so weiter und auch von Ideen entwickeln, dass wir auch ein Alternativkonzept anbieten können. Aber ich denke, letztlich wird irgendwo ein Punkt mal erreicht sein, dass dieses ganze Konstrukt, in dem wir leben, sich selber überlebt hat. Es wird nicht mehr finanzierbar sein, auch nicht durch neue Schulden und neues sonst was. Und das muss man noch ein bisschen, also erstens, die Zuwanderung in die Arbeit fand ja überwiegend innerdeutsch statt. Die Leute im Erzgebirge hatten Bevölkerungsüberschuss und sind in die großen Städte, die haben sich industrialisiert, sind dahin. Was ein bisschen nennenswerte Zuwanderung aus dem Ausland war, überwiegend aus Polen, die dann wirklich zum Arbeiten gekommen sind, auch zum Teil geblieben sind, jetzt mal in den vergangenen Jahrhunderten. Und alles, was zu BRD-Zeiten war, war dann schon künstlich. Da waren am Anfang noch die Italiener und Portugiesen, die wurden gebraucht. Die, zum Beispiel die Türken, das war schon wieder eine politische Entscheidung. Das war nicht, weil man die wirklich gebraucht hat. Das war, weil es in der Türkei am Dampfen war und die USA gesagt hat, hier unser wichtiger NATO-Partner mit Grenze zur Sowjetunion droht uns zu kippen, nehmt da mal bitte 1 Million Arbeitslose raus, Deutschland, du bist dafür zuständig. Also das war die Türkenzuwanderung, nicht weil hier die das Land aufbauen mussten, sondern weil wir die abnehmen mussten aus politischen Gründen. Und das muss man halt unterscheiden. Die wegen der Arbeit gekommen sind, die haben sich auch integriert. Genau. Das war immer so.
Weil durch Arbeit lernst du Menschen kennen, du, genau. sprichst die Sprache, du musst sie anwenden im Arbeitsprozess. Ja. Wobei ich auch eine Bekannte habe, die hat gesagt, der Papa hat immer alleine Kies geschaufelt. Hm. Der war der Letzte, der das Polnische dann abgelegt hat. Ja, hm. Aber die anderen sind sofort in die Fabrik gegangen. Die konnten sogar ihre Ausbildung nicht machen, weil die Mutter gesagt hat, ihr müsst sofort die Familie miternähren. Ja, ja. Sie sagt, wir waren nie, haben nie Sozialhilfe oder irgendwas bekommen. Die haben immer sofort sind die eingestiegen in die Arbeit. Hm. Und haben dann auch sofort Deutsch gelernt. Also die Integration ist dann gar kein Problem mehr. Ja, wenn man dann also sich als Teil der Gesellschaft, also als anpackender, gestaltender Teil der Gesellschaft, also in Selbstverantwortung für seine eigene Existenz geht, dann integriert man sich ja auch viel, dann ist man ja auch interessiert daran, sich zu integrieren, weil man ja auch dann darauf angewiesen ist, auf den Rückfluss. Ja? Aber wenn man einfach herkommen kann und sagen kann, hier so, und ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung oder was, ich habe keine Arbeitserlaubnis, ja, so, dann ist man auch gar nicht so darauf angewiesen. Man ist nicht gezwungen, sich zu integrieren letztendlich. Man bekommt ja alles so. Wir haben jetzt gerade, das könnte man jetzt natürlich auch noch weiter vertiefen, aber kommen wir nochmal auf das eigentliche Staatsthema zurück, vielleicht auch nochmal ein bisschen theoretisch abstrakt, das war jetzt schon sehr konkret, sehr praktisch auch gedacht. Martin sagte gerade, dieses System oder dieser Staat in der Form, wie wir ihn haben, der wird vielleicht irgendwann zusammenbrechen, ja, irgendwie an seinen inneren Widersprüchen oder seiner Überforderung dann quasi straucheln. Aber was stellt ihr euch, das können wir jetzt natürlich nicht ausdiskutieren, was stellt ihr euch denn als Alternative zu diesem System vor? Du sagtest, hast vorhin schon einen Einspruch erhoben, als es hieß Demokratie. Mhm. Ich weiß nicht, glaube, Pia spricht sich für demokratische Verhältnisse oder Prozesse aus. Nicht unbedingt, nein. Ich kann mir vorstellen, dass eine Region auch sagt, wir wollen das Königtum. Wir wollen es uns, ja, wir brauchen ein repräsentatives Königtum oder wie auch immer oder ein König, der mit anfasst. Also das muss die Region dann, das müssen die Menschen, die in der Verantwortung sind, die sollen das entscheiden. Ja? Also das kann jeder Bereich dann selber so machen. Dass der Stefan, du sprichst dich aber stark für auch so volksdemokratische oder direktdemokratische Elemente aus. Ist das ein Widerspruch oder könnte sich das auch ergänzen? Oder? Wenn per Volksentscheid ein König ernannt wird, warum nicht? Dann ist es ja demokratisch in dem Sinne, dass die Mehrheit dahinter steht. Also das Entscheidende ist ja, dass die Politik halt für die Mehrheit der Menschen da ist. Also letztlich muss Politik immer für alle Menschen da sein, aber zumindest die Weichenstellungen, da muss ja immer eine gewisse Mehrheit in der Bevölkerung, meiner Meinung nach jedenfalls, da sein, die dahinter steht, damit es auch letztlich funktioniert. Ist ja wie bei den Corona-Maßnahmen. Man merkt ja, dass ein Großteil der Menschen mit diesen Maßnahmen nicht konform geht und deswegen wird es auch nur dort wirklich praktiziert, wo es unter staatlicher Aufsicht passiert. Also ich glaube, die Leute in Sachsen-Anhalt haben jetzt aber gesagt, top, macht weiter so. Na gut, 40% der Leute haben an der Wahl gar nicht teilgenommen. Die sind aus welchen Gründen auch immer halt zu Hause geblieben. Und das kann man auch so interpretieren, dass die Leute grundsätzlich damit nicht einverstanden sind, wie die Politik funktioniert. Aber ich sag mal so, in der Demokratie gibt es ja so gewisse Grundsätze, die mir persönlich jetzt zum Beispiel auch wichtig sind, die natürlich, da sind wir uns glaube ich einig, in der Bundesrepublik nicht verwirklicht sind, davon abgesehen, also zum Beispiel Gewaltenteilung. Ist in der BRD nicht verwirklicht. Das ist Unfug. Oder auch so Grundsätze wie, dass wenn jetzt eine Regierung existiert, dass es auch möglich sein muss, sie auf legale Art und Weise auch wieder aus dem Amt zu bringen. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, gibt eine Abstimmung, die Monarchie wird eingeführt, König ist an der Spitze. Ja? Vielleicht ist das ja da aber eine Einbahnstraße und man kann dann gar nicht mehr zurück. Gerade in Liechtenstein, der stellt das immer mal zur Abstimmung, ob die Leute das weiter so haben wollen. Und da sind immer große Mehrheiten, sagen, jawohl, so wollen wir das. Also das kann man schon die Leute fragen. Ne? Aber ist ja keine absolutistische Monarchie. Doch, doch. Ja? Aber die Leute finden das in Ordnung. Also ziemlich absolut. Also der hat schon ein Parlament, aber ich glaube, letzte Entscheidung hat er immer. Ich bin jetzt nicht so fit in liechtensteinischer Verfassungslehre, aber die Demokratie hat aber auch Schwächen. Zum Beispiel ist der größte Unsinn meiner Ansicht nach dieses One-Man-One-Vote-Prinzip. Also ein 18-jähriger arbeitsloser, kiffender Punker hat die gleiche Stimme wie ein 50-Jähriger, der selbstständig ist, 17 Stunden am Tag arbeitet, Frau und Kinder nebenbei noch hat oder weiß nicht, ob die Arbeit dann nebenbei ist, jedenfalls
alles Mögliche leistet. Ja. Und dessen Einfluss soll genauso viel wert sein? Das ist doch schon mal unlogisch. Und dann auch, finde ich, die geheime Wahl, ja, hat was für sich. Aber warum soll man nicht zu seiner Entscheidung stehen sollen, also müssen? Ja. Warum soll man nicht nach außen sagen, ja, ich bin für den, weil? Genau, weil. Ja. Weil. Na, und nee, ich gehe da heimlich irgendwo hin und kreuze an und sage dir, jawohl, du hast recht und ich bin auch ganz für Freiheit und dann gehe ich dich verklapsen und wähle heimlich CDU. Also das ist doch unschön, das ist doch unfair. Also jetzt lieber so wie früher in der Ting-Versammlung, wo jeder dann... In kleinen Einheiten, wo seine Meinung jeder vertreten kann. Das ist in der Massengesellschaft so möglich? Deswegen, naja, man muss wieder auf kleine Strukturen runterbringen. Lichtenstein ist ja nun mal kleines. Ja, ja, deswegen weg von dem Zentralen. Sondern das Auge-zu-Auge-Prinzip. In Friesland ist es wohl so, hat mir jemand gesagt, Absprachen gelten immer noch per Handschlag. Es gibt dort keine Verträge, weil die Strukturen dort so klein sind, dass Handschlag gibt es ja jetzt nicht mehr. So, also dass man im Grunde Rechtsanwalt brauchst du, wenn du ein Tiger bist und der andere weiß, was du tust, ja, weil die Strukturen so klein sind, dann reicht auch mal eine Aussprache, ja, oder sowas in der Richtung. Und das heißt ja nicht umsonst, was du gerade gesagt hast. In der Demokratie regieren immer die Dummen. Ja, also wie kann man eben der breiten Masse regieren tun, die schlau sind, die Dummen auf ihre Seite zu ziehen. Ne? Die Masse dann, die, also dass jemand wählen darf, der eigentlich gar nicht in der Lage ist, eine politische Meinung sich zu artikulieren, ja, oder einen Einblick hat in das System. Und wenn du das kleiner, regionaler machst und mit per Volksentscheid, dann ist das auch transparenter, es ist durchschaubarer. Mhm. Heute ist es, glaube ich, auch zu komplex. Die Menschen durchschauen das nicht mehr. Sie sehen nicht mehr, wo ist meine Macht. Deswegen fühlen sie sich ohnmächtig. Ja. Sie gehen nicht mehr wählen, weil sie gar nicht mehr sehen, dass Demokratie funktioniert. Ja, das ist bestimmt, genau. So. Man merkt nicht, dass man mit seiner Stimme irgendwas ausrichten kann. Und deswegen, also wenn Demokratie, dann schon themenbezogene Abstimmungen. Und die Propaganda ist ganz schön perfide, die sagt, ja, die schwierigen Themen, die kann der Einzelne ja gar nicht durchschauen. Aha, aber er kann wohl durchschauen, wie derjenige, den er wählt, wie der das durchschaut. Also da muss er ja viel mehr durchschauen. Da muss er ja auch den durchschauen, den er wählen will und da drauf setzen, dass er das durchschaut. Also eine viel schwierigere Entscheidung, als das Sachthema selber zu entscheiden. Ja, also wenn ich sage, ich mache die Wand da raus und mache da einen Durchgang, dann ist das meine Entscheidung und die kann falsch sein. Aber wenn ich sage, na, ich beauftrage jemanden, der die Entscheidung für mich treffen soll, dann muss ich erstens darauf vertrauen, dass der diejenige Kompetenz hat, muss das eigentlich überprüfen können. Das ist viel schwerer, als selber zu sagen, ja, die Wand, die stört mich da, die soll da weg. Also es ist eigentlich das, was man jetzt den Leuten zumutet, ist mit viel mehr oder müsste mit viel mehr Kompetenz verbunden sein als die direkte Demokratie, wo man wirkliche Einzelfragen selber entscheiden kann. Und das ist eigentlich eine völlige Unlogik, die uns hier präsentiert wird. Deswegen bin ich deswegen bin ich ja persönlich auch großer Verfechter des Schweizer Modells. Ja. Denn wesentlich besser als unseres. Das ist eigentlich das, was Demokratie... Das ist keine Monarchie. Ja, ist keine Monarchie. Ist nicht ideal, aber ist besser als unseres. Ja. Also ich finde es schon relativ ideal, weil gerade die Schweiz ist ja auch sehr dezentral in den Kantonen organisiert. Ja. Also das ist ja schon das, wo ich eigentlich hin will. Das und ist schon in den Gemeinden. Genau, und in den Gemeinden, da gibt es dann halt teilweise mehrmals im Jahr gibt es dort Gemeindeversammlungen, wo die Bürger sich auf dem Marktplatz treffen und dann wird dort eben offen für jeden sichtbar darüber abgestimmt. Ja, willst du, dass die Straße jetzt 3 Meter breit gemacht wird oder 4 Meter breit? Ja, also ich meine, da geht es um ganz konkrete Sachentscheidungen, wo die Leute sich treffen, diskutieren darüber und fällen dann auch Entscheidungen. So, und auch bei den Schweizer bundespolitischen Entscheidungen gibt es ja dann auch wirklich richtige gesellschaftliche Debatten. Da setzen sich die Menschen auch intensiv mit den Vorlagen auseinander, diskutieren an den Stammtischen darüber und gehen dann Sonntag zur Abstimmung und kreuzen dann so an, wie sie es für sich selber und ihre Familie für richtig empfinden. Und das ist eigentlich meine Idealvorstellung, wie das auch in Sachsen und Deutschland funktionieren sollte, dass wir in Sachsen als Bundesland, Kanton oder wie auch immer man das nennt, dass wir unsere Sachen hier vor Ort klären. So, und wenn aber auch mal eine bundespolitische Entscheidung ansteht, soll die dann, wenn es wegweisend ist, auch
bitteschön in der Volksabstimmung bundesweit dann geklärt werden. Also das ist so mein Ideal. Ich brauche dazu nicht unbedingt einen König, aber wenn die Mehrheit sagt, wir wollen jetzt einen König, kann ich damit auch leben. Also mir ist sehr wichtig, dass es halt, dass die Menschen dahinter stehen. Aber wie du das schon auch gesagt hast, kann man ja auch Schiller anführen, der gesagt hat, was ist schon die Mehrheit? Die Mehrheit ist stets der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Man muss die Stimmen wägen und nicht zählen, so hat das Herr Schiller gesagt. Richtig. Und von daher kann ich mich auch mit solchen Modellen anfreuen, wie zum Beispiel dem Familienwahlrecht. Ja. Ja, dass eben auch die Eltern, ich meine, ein dreijähriges Kind kann natürlich nicht selber zur Wahlurne schreiten. Zufall. Ja. Aber dass die Eltern auch ein Stimmrecht für ihre noch nicht mündigen Kinder bekommen. Denn als Familie hat man ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. So, und das sollte sich auch im Wahlverhalten widerspiegeln. Denn warum soll die 60-jährige Genderprofessorin, die kinderlos ist und nur vom Staatsgeld lebt, dasselbe Stimmrecht haben wie der 50-jährige Familienvater in Firmenbetreiber. Ne? Also da bin ich schon bei richtig, Martin, ja, in der Hinsicht, dass man die Stimmen, dass man das gerechter machen muss. Ja, aber das, ne, tritt alles in den Hintergrund, wenn man sagt, es darf sowieso viel weniger geben, was der Staat überhaupt entscheidet. Und da gibt es auch viel weniger, worüber demokratisch zu entscheiden wäre oder worauf es auf eine Mehrheit ankommt. Denn Demokratie ist, wenn drei Wölfe und zwei Schafe abstimmen, was es zum Abendbrot gibt. Und das will ich nicht. Also muss nicht mein Nachbar drüber abstimmen, was ich mit meinem Haus und mache und wie ich meine Kinder ausbilde. Da muss überhaupt niemand drüber abstimmen. Genau. Das entscheide ich mit meiner Frau zusammen. Ja. So. Und da gibt es keine Demokratie darüber. Punkt. Ja. Ja. Und es gibt ein paar Dinge, ja, wo die Straße jetzt langführen will. Na gut, aber wenn derjenige, dem das Grundstück gehört, sagt, bei mir gibt es aber keine Straße, was machst du denn dann? Also ist es dann fair zu sagen, ja, aber die Mehrheit will das, also nehmen wir dir dein Feld weg? So. Naja, es gibt ja schon sowas wie einen Gemeinsinn auch, der natürlich auch verankert sein sollte. Aber wer definiert den? Das ist immer natürlich das Problem, das ist klar. Aber auf der anderen Seite leben wir auch in einer Zeit extrem großen Egoismus. Das ist ja das Phänomen, dass wir auf der einen Seite so eine Massengesellschaft haben, die auch von Konsum geprägt ist, wo alle irgendwie den gleichen eingebildeten Bedürfnissen hinterherlaufen, aber auf der anderen Seite von starkem Egoismus wiederum geprägt sind. Also, ja, wobei Egoismus selber ist nichts Schlimmes. Wenn das bedeutet, für mich das Beste rauszuholen, wenn das jeder macht, dann holt jeder für sich das Beste raus nach seinen Fähigkeiten. Also es muss halt im Rahmen der Regeln geschehen. Darf nicht ja, sein, dass ich was anderem was klaue, um selber mehr zu haben. Dann ist das nicht in Ordnung. Aber wenn ich sage, ich arbeite 16 Stunden, weil ich einfach für mich mehr haben will, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, was dahinter steht, hinter diesem Konsumverhalten und dieser Gleichgültigkeit, ist eben, dass wir eben, also diese Selbstentfremdung der Menschen in unserer Struktur, dass sie gar nicht mehr wahres Glück erleben, indem sie sich zum Beispiel selbst verwirklichen, in Beruf, in Familie, in sinnhafter Tätigkeit, sondern das ist, dieses Konsumverhalten ist ja kompensatorisch. Das heißt, und das ist schnelles Glück. Also, und ich denke, du hast ja vorhin gesagt, wenn je besser die Volksmoral, desto besser ist der Staat. Also wenn jeder im Grunde selbstverantwortlich sich verhält, dann ich glaube schon, dass da ein moralischer eine Basis auch dahinter steht, wie bei dir das Christliche, dass du sagst, was ich nicht will, dass man mir tut, das füge ich auch dem anderen nicht zu, weil ich bin ja gerade in so einer Gesellschaft auf das gute Miteinander mit meinem Nächsten angewiesen. Also nicht, dass ich mich jetzt querstelle gegen die Straße, sondern ich sage, dann renne ich halt zum Amt und das füttert mich durch, sondern ich muss gucken, dass ich mit meinem Nachbarn klarkomme, also dass ich oder auch Dinge produziere, die gebraucht werden und nicht nur einfach die auf den Markt schmeiße, gute Werbung mache, Bedürfnisse quasi hervorrufe, die gar nicht da sind, die bloß eigentlich suggeriert sind und wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir das nicht brauchen, weil wir so selbstentfremdet sind. Ja? Und das hat wieder was zu tun, gib uns wieder unsere Arbeit zurück und Sinnhaftigkeit, Selbstverantwortung, Freiheit. Ich glaube, das macht was mit uns. Ne? Man guckt mehr voraus und guckt mehr rechts und links. Also freiere Gesellschaften sind automatisch konservativer.
weil sie sehen, wie ist es vorher gelaufen, wie wird es in Zukunft laufen. Also da guckt, wenn ich nicht nur nach mir selber schaue und weiß für alles andere, um Opa kümmert sich der Staat, um meine Kinder kümmert sich der Staat, falls ich welche habe. Hm. Ich kann machen nur, was mir gefällt. Dann komme ich natürlich auf dumme Gedanken, während wenn ich drauf gucken muss, naja, der Opa muss auch zufrieden sein und auf die Kinder muss ich, um die Kinder muss ich mich auch selber kümmern, dann bin ich mehr auf solche Strukturen angewiesen und werde die auch natürlich auch mehr achten, als in so einem, wo alles so rundum versorgt wird. Ja, vielleicht muss der eine oder andere tatsächlich in dem Bereich umdenken oder auch das sogenannte nationale Lager da teilweise auch ein bisschen umdenken. Also was gut ist, setzt sich auch selber durch. Also ja. Der nationale Gedanke ist ja nicht schlecht. Eben. Aber wenn der eine Krücke von Staat braucht, um zu leben, dann ist er falsch. Ne? Wenn er selber nicht überleben kann und die Leute selber nicht dahinter stehen, dann ist er eben kein gutes Konzept. Was ich ganz fest der Meinung bin, dass das nicht so ist. Im Gegenteil, ohne Staat wird man viel mehr darauf achten, ja, wem kann ich trauen, wo kommt der her, aha, ja, die Familie wohnt schon seit 3 Generationen im Nachbardorf, also da, das ist vertrauenswürdig, vertrauenswürdiger als einen, den ich noch nie gesehen habe und der sagt, ja, ich verkaufe dir das, also das wird dann... Oder als junge Frau, dass ich weiß, der ist in der guten Familie, richtig, der wird mich richtig versorgen, ja. Der rennt nicht gleich bei jedem Problem davon, man kann auch Familie durchziehen, also weil man die Familie auch braucht, dass man, das ist das, was jetzt der Staat für uns übernimmt, und aber auch diese Bedürfnisse, also teilweise ja sehr schlecht, also es ersetzt die gute Familie nicht die Geborgenheit, Vertrautheit, sondern im Gegenteil, die Menschen sind völlig entwurzelt und auch überfordert mit ihren Lebenskonzepten. Ja, sie haben gar keine Lebenskonzepte mehr. Ich glaube, dass wir damit eigentlich schon einen sehr guten Abschluss haben. Mit Pia haben wir begonnen. Würde ich sagen, dann lassen wir das einfach als Schlusswort stehen. Es sei denn, einer der Herren würde nochmals nachschieben wollen. Ja, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben bei DSTV Unerhört, Vaterstaat oder kaltes Ungeheuer. Das bezieht sich ja auf ein Nietzsche-Zitat, wonach der Staat das kälteste aller Ungeheuer sei. Nietzsche hat natürlich immer die Dinge sehr stark so formuliert, dass er Dinge, die als gegeben, angenehm, angenommen wurden, dass er die sehr stark hinterfragt hat, dass man eben darüber auch nachdenkt. Also ganz wörtlich muss man es nicht nehmen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass die Staatskritik oder die Staatsferne, die in oppositionellen Kreisen dieser Tage aufkommt, die hängt natürlich zum einen sicherlich mit der Corona-Politik zusammen, mit der Lockdown-Politik, der nicht hinterfragbaren, den angeblich alternativlosen. Auf der anderen Seite natürlich mit dem Umstand, dass dieser Staat von Repräsentanten also geleitet wird, die kein wirkliches Vertrauen mehr seitens des Volkes genießen. Und während ich mit Friedrich dem Großen eingeleitet habe, so möchte ich auch damit schließen. Zitat Friedrich der Große: Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. Ich glaube, genau da liegt auch der Hund begraben. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie bei der ersten Folge von DSTV Unerhört mit dabei waren. Ich danke ganz herzlich unseren Diskussionsteilnehmern Pia, Martin und Stefan. Vielen Dank. Ich fand es zwar sehr, sehr angeregtes und produktives Gespräch. Und ich hoffe, dass wir das in der einen oder anderen Form in dieser oder in der neuen Konstellation fortführen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.